Hallo Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Ja, dieses Let's Play neigt sich langsam aber sicher seinem Ende zu, doch noch ist nicht Schluss, denn es warten immer noch die größten Herausforderungen hier in der Kampfzone auf mich. Und es würde euch sicherlich freuen zu hören, dass ich offscreen schon Vorarbeit geleistet habe. Ich habe nämlich in jeder der 7 Einrichtungen so oft gekämpft und gewonnen, dass ich, wenn ich jetzt das nächste Mal dort antrete, gegen die Kampfkoryphäen kämpfen kann. Also die Kampfkoryphäen sind die jeweiligen Leiter der Gebäude hier in der Kampfzone. Und die sind sehr, sehr stark, kann man zwar mit den Arenaleitern vergleichen, aber sind doch um einiges stärker und kämpfen auch mit mehr Taktik. Und wenn man die halt dann besiegt, dann bekommt man eben so ein Kampfzonen-Symbol. Und da möchte ich euch jetzt noch was zeigen. Ich habe natürlich auch, weil ich schon so oft gewonnen habe, viele, viele Gewinnpunkte bekommen. Und zwar 47 Gewinnpunkte habe ich schon insgesamt. Und ihr seht schon, ich habe, obwohl ich noch nie gegen diese Kampfkoryphäen gekämpft habe, bereits 3 goldene Symbole, was natürlich total blöd und ärgerlich ist. Also, anfangs war es ja nur das goldene Bravour-Symbol der Kampfführer wieder, ne? Weil ich ja quasi gezwungen war zu cheaten wegen den legendären Pokémon, die ich euch zeigen wollte. Aber dann, aus welchem Grund auch immer, das war auch wirklich erst nachträglich, sind plötzlich auch noch das goldene Anlagensymbol vom Duellturm und das goldene Taktiksymbol vom Kampfstadium aufgetaucht, obwohl ich die beiden nie herausgefordert habe, also die Kampfkoryphäen. Ich habe die jetzt auch sicher nicht absichtlich hergecheatet, weil ich das so wollte, das wollte ich nämlich nicht. Also ich weiß nicht, warum die jetzt auch noch aufgetaucht sind, das ist scheinbar noch ein Nebeneffekt von Cheat, also böse, böse macht das bloß nicht. Ich hoffe, dass ich eben trotzdem nochmal gegen die antreten kann, weil ich eigentlich noch nie gegen die gekämpft habe. Also ich hoffe, dass das Spiel das irgendwie noch kapiert, dass das eigentlich nicht richtig ist. Und bevor ich jetzt aber gegen die Kampfkoryphäen antrete, werde ich jetzt noch wilde Pokémon fangen. Ja, ich habe es nicht vergessen, man kann hier echt wilde Pokémon fangen in der Kampfzone. Zwar nur 2 verschiedene, aber trotzdem, das eine nur ein einziges Mal, das andere ein bisschen häufiger. Und zwar hier beim Kampfpalast geht man hier außen rechts vorbei und hier runter. Dann ist hier mal so eine Oma. Entschuldige, du bist jung, deine Augen sind bestimmt hervorragend. Da vorne ist ein komischer Baum und meine müden Augen scheinen zu sehen, dass er sich bewegt. Was, ein Baum, der sich bewegt? Ah, du meinst das Ding da? Hey, wie cool, der Baum kann tanzen. Yeah, schick it. So, das ist nur kein Baum, das ist ein Pokémon, aber das weiß die alte Frau nicht. So, deswegen... Moment, wie mache ich das am geschicktesten? Ich glaube, ich nehme Wailord hier an erste Stelle, weil vom Level her passt das genau. So, man nimmt jetzt nämlich einfach seine Whale-Makanne und gießt diesen Pseudobaum. Der merkwürdige Baum mag die Whale-Makanne nicht, der merkwürdige Baum greift an. Ein wildes Mogelbaum erscheint. Ja, man kann tatsächlich Mogelbaum in der Kampfzone fangen. Auf Level 40, passt also vom Level von meinem Wailord. Und kann man eben nur ein einziges Mal fangen. Also ich hoffe, dass es mir auch gelingen wird. So. Jetzt habe ich nur Angst, dass mein Wailord eventuell mit Taucher oder auch mit Aquawelle Mogelbaum besiegen könnte, weil es ja eben ein Gesteinstyp ist und die Aquawelle ist jetzt nicht gerade schwach, zwar nicht immens stark, aber auch nicht schwach, und deswegen probiere ich das lieber anders, und zwar mit dem Erstauner werde ich einfach Stück für Stück seine KP reduzieren. So, Erstauner! So, ein Volltreffer. Und Mogelbaum schreckt zurück. Oh, wie blöd, ne? So, dann mache ich das halt jetzt immer wieder. So. Schön zurückschrecken lassen, so ist brav. Kann es mich wenigstens nicht angreifen. So, komm, einmal noch. Einmal noch Erstauner. So, wunderbar. Wunderbar. Na dann, probieren wir es gleich mal aus. Es ist kein legendäres Pokémon. Es wird sich sicher nicht zu sehr wehren. Hyperball, los! Ah, na bitte. Mogelbaum wurde gefangen. Meins? Nummer 185, Mogelbaum, Imitation, Größe 1,20, Gewicht 38 Kilo. Mogelbaum tat sich als Baum, um Angriffen aus dem Weg zu gehen. Dass seine Vorderbeine aber das ganze Jahr über grünen, fällt seine Tarnung im Winter leicht auf. Tja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Gut, Mogelbaum wäre damit gefangen.
Und nun, da hier der Weg frei ist, kann ich sogar noch hier lang surfen, den Wasserfall nach unten. Und dann ein schönes weites Stück nach links, und wer ruft mich hier schon wieder an? Rosemarie, diese Birch, ja, komm, halt's Maul, interessiert keinen. So, immer diese lästigen Anrufe hier, die versauen den ganzen Part, ne? Das ist ja nicht zu fassen. So, wenn man jetzt hier nämlich noch ein Stückchen weiter nach links surft, dann kommt man hier zu einem Höhleneingang. Höhlenatelier. Richtig, hier hinten befindet sich noch das Höhlenatelier, was man aber nur erreichen kann, wenn man eben vorhin einen Mogelbaum gefangen hat. Und hier lebt jetzt auch noch ein wildes Pokémon, das man aber öfters fangen kann, aber es ist halt nur eine einzige Spezies, die hier lebt, die man aber wirklich nur hier fangen kann. So, und ich glaube, man konnte hier sogar Items finden. Wow! So, da kommt es nämlich schon. Ein wildes Farbigel erscheint. Richtig, Farbigel ist dieses Pokémon. So, Weilord. Der Stauner würde jetzt leider nicht funktionieren, weil das ein Normal-Pokémon ist und Geist wirkt ja nicht auf Normal. Dann Aquawelle. In your face. So, gut, es ist schon geschwächt. Das sollte vielleicht wieder reichen. Es ist ja auch nur ein gewöhnliches, normales Pokémon. Kein legendäres Pokémon. Trotzdem kann es sich befreien. Birch, was soll das? Ja, verzweifelt, voll dumm. Weil es ja sonst nichts beherrscht. Ah, und vor allem nachher, man kann es nur ein einziges Mal einsetzen. Da wartet es auf eine gegnerische Attacke, die es dann kopieren kann. Wenn das nicht funktioniert, hat es Pech gehabt. Nein! Hey! Ich hatte dich doch fast. Was soll das? Verarsch mich hier nicht. Komm schon, hyperball. Ich will dich. Ich brauche dich. Weil ich's kann. Aber in dem Fall leider nicht. So, Verzweifler. Macht wenigstens ein bisschen Rückstoßschaden. So, komm jetzt. Bleib drinnen. Beim Mogelbaum hat das auch so schön funktioniert. Oh nein! Man fegt dir mal ins Knie. Das ist nicht witzig. Du willst es nicht anders. Kapilz. Müssen wir nachhelfen mit der Pilzspur. Wenn es pennt, habe ich vielleicht eher Chancen, es zu kriegen. So, na warte. Pilzspore! Schlaf ein, Farbigeligilein, oder wie auch immer man das sagen kann. So. Schlaf pennen und jetzt kommst du her! Scheißender Küperball, fang es! Du sollst es fangen! Alter! Fang diese Missgeburt! Ist eh so schier. Ein Hübsch ist es nicht unbedingt. Na, also geht doch. Dankeschön. Farbigel wurde gefangen. Gibt's ja nicht. Nummer 235, Farbigel, Maler. Größe 1,20, Gewicht 58 Kilo. Farbigel markiert sein Revier mit einer Flüssigkeit, die aus seiner Schweifspitze austritt. Es wurden über 5000 Markierungen entdeckt, die es hinterlassen hat. Was für ein Schmierfink, hä? Ja, so. Gut, Farbigel wäre damit jetzt auch gefangen und das war's eigentlich soweit, weil sonst gibt's ja hier wirklich nur viele Farbigel. So, die mich jetzt nicht nochmal nerven, deswegen Topschutz. So. Und, ja, wie gesagt, Sumpex, Kapilz und Voltenz habe ich jetzt alle auf Level 70, weil man ja bei allen Einrichtungen nicht nur Level 50, sondern auch offene Kämpfe bestreiten kann. Und da sind die gegnerischen Pokémon immer so stark wie das eigene stärkste Pokémon, also mit dem höchsten Level halt. Und deswegen ist es nur fair, wenn alle drei hier auf Level 70 sind. Mit denen werde ich nämlich auch antreten und bin ich auch bisher angetreten. So, gab es hier nicht noch Items? Irgendwo hier gab es doch noch Items. Aber wo? So, hier... Super, hier ist wieder der Ausgang. Es gibt hier aber noch einen zweiten Ausgang. Ah, hier! Ein KP Plus! Na, immerhin, noch ein KP Plus gefunden. So, und hier? Ein unsichtbares Zink. Sehr schön, auch ein paar Vitamine. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was man hier finden kann. Jetzt schwimmt schon wieder nicht mehr, leck mir doch. Ich will hier eigentlich nur noch raus. Und dann geht's aber sofort
mit der Kampfzone weiter. Das war jetzt einfach nur noch als kurzes Zusatzfeature hier. Kleiner Mini-Bonus, die Pokémon hier zu fangen. So, hier geht's rauf. Und hier geht's dann raus. Oder ist hier hinten noch was? Hier ist noch was. Ein Carbon. So, einmal noch Carbon. Gut, raus hier, Mann. So, und dann kommt man hier rechts neben dem Duellturm raus und das ist halt so eine Einbahnstraße. Deswegen sagt der Typ auch immer, ich habe es genau gesehen, da vorne war ein merkwürdiges Pokémon mit einem langen Schweif, das hatte sich unter einem Felsen versteckt und starrte mich an. Ja, der spricht halt auch von Fabili, der hat eins gesehen. Hätte es doch gleich mal gefangen, der Idiot. So, gut, also es geht noch einmal kurz zurück ins Pokémon Center. So. Jetzt bin ich noch am überlegen, welche Einrichtung ich überhaupt zuerst machen soll. Ich meine, die Reihenfolge ist ja eigentlich total egal. Ich meine, ja, weiß nicht. Und vor allem, ich werde sicher nicht in einem... Mann, ich will nicht nochmal. Hör auf, geh weg. So. Also ich werde bestimmt nicht in einem einzigen Part alle 7 Kampfchoreophäen besiegen können. Also das bestimmt nicht. Ich glaube, ich mache es ungefähr so, dass ich jetzt in dem Part hier 2 der 7 Kampfchoreophäen besiege, wenn ich es denn schaffe. Also ich hoffe schon. Im darauffolgenden Part dann vielleicht 3 und dann zum Schluss nochmal 2, weil es sind ja insgesamt 7. Also einmal 3, nochmal 2, 5, nochmal 2, 7. Dann geht sich das auch mit dem Part hier wunderschön aus. Und ja, ich weiß nur nicht, womit fange ich an? Vielleicht gleich mal mit der schwierigsten Einrichtung, für mich persönlich, also eine der schwierigsten, weil man einfach nie wissen kann, wie es kommt, die Kampffabrik. Dies ist die Kampffabrik, hier gibt es die härtesten Pokémon. Na dann, schauen wir doch mal rein. So, und hier könnt ihr auch noch sehen bei dem blauen Bildschirm, ganz unten, also bei O-Kämpfe, offene Kämpfe, momentane Siegesserie 14 und Leihwechsel, da steht ja, wie oft ich Pokémon gewechselt habe während meiner Kämpfe, also 11 Mal, das ist eigentlich egal, wichtig ist die Siegesserie. Und damit man eben gegen die Kampfchoreophäen kämpfen kann, ist es wichtig, dass man eben eine bestimmte Anzahl an Siegesserien verzeichnet. Also Siegesserie 14, das heißt, eigentlich kämpft man hier nacheinander gegen 7 Trainer. Das heißt, ich habe zweimal hier schon gewonnen und wenn ich jetzt das dritte Mal antrete und wieder gewinnen sollte, dann kommt hier die Kampfchoreophäe. Das ist halt bei jeder Einrichtung anders. So, dann werde ich mich mal anmelden. So, hier wird die Intelligenz der Trainer auf die Probe gestellt. Willkommen in der Kampffabrik. Ich begleite dich beim Einzelwechselkampfturnier. Möchtest du dich der Herausforderung des Einzelwechselkampfs stellen? Jo, zum Kampf fordern. So, an welcher Stufe möchtest du teilnehmen? Level 50 oder offene Kämpfe? Natürlich offene Kämpfe. So, bevor du dich der Herausforderung stellst, muss ich dein Spiel speichern. Na, bitteschön. So, wow, schon über 36, fast 37 Stunden und 83 Pokémon gefangen. Naja, geht natürlich besser, ich weiß, aber ist mir jetzt auch schon egal. So. Bitte hier entlang. Ich habe mich über deinen nächsten Gegner erkundigt. Der Trainer scheint keine Vorlieben für einen bestimmten Typ zu haben. Sein favorisierter Kampfstil ist nicht vorhersehbar. Wir nehmen deine Pokémon in unsere Obhut. Dann kannst du dir aus einer Anzahl von Pokémon ein paar ausleihen. So, das ist ja das Besondere an der Kampffabrik. Das ist die einzige Einrichtung, wo man nicht mit seinen eigenen Pokémon kämpfen darf, weil man hier eben Leih-Pokémon verwendet. Und ich sehe gerade, es gibt ein Gewaldro. Man kann sich hier anfangs sogar noch einen Bericht angucken. Das mache ich auch wegen den Attacken. So, sind in dem Fall natürlich alle auf Level 100 bei den offenen Kämpfen. Bei der Level 50 werden sie natürlich auf Level 50, ist logisch. So, beherrscht super tolle Attacken. Laubklinge, Erdbeben, Zermalmklaue und Aeroas. Ich glaube, das nehme ich schon mal. Also man darf sich hier 3 Pokémon aussuchen. Also hier Verleih. So, wähle das zweite Pokémon. Dann gibt es hier noch ein Blitzer, ein Granbull, ein Panzereon, ein Lepomentas und ein... ein Logo gibt es auch noch! Wie geil. Es ist auch übrigens jedes Mal verschieden. Ich habe gerade irgendwie richtig Glück. Logok. Hitzekoller, Erdbeben, Ausdauer und Gegenschlag. Ja, auch nicht übel. Nehme ich mir auch. Habe ich ein Feuer-Pokémon. Ist ein guter Ausgleich zu Gewaldro. So, und jetzt schaue ich mir die anderen noch an. Was ist mit Blitzer? Donnerblitz, Donnerwelle, Agilität und Staffette. Granbull, Risikodeckel, Erdbeben, Matschbombe, Steinhagel, Panzer und Toxinfluch, Erholung, Fliege ist nicht so der Bringer. Aber Lepomentus, Psychokinese, Eisstrahl, Solarstrahl, Sonnentag. Ich glaube, ich nehme lieber Lepomentus, weil das hat noch gute Attacken so dabei. Also ich glaube, die 3 Pokémon werden es sein. So. Diese 3 Pokémon auswählen. Gewaldro,
Logo Klepomentos. Yo, bitte. Bitte hier entlang. So, und jetzt beginnt hier mein erster Kampf. Also in dieser Runde natürlich. Was können wir heute machen? Ja, wir können kämpfen. Eine Rosson von Triathlet Üs. So, er beginnt mit einem Simsala. So, los geht Waldro. So, Simsala. Gut, da ist es wohl am besten, ich nehme die Zermalmklaue. Weil Simsala hat ja bekanntlich eine sehr schlechte physische Verteidigung. Ich weiß nur nicht, ob Simsala zuerst angreifen darf oder mein Gewaldro. Also, ich darf zuerst angreifen. Zermalmklaue geht daneben! Ja, super! Simsala macht Wertewechsel. So, Simsala tauscht die Fähigkeit mit dem der Gegner. Okay, dann mach eben Erdbeben, du Idiot. So, shake the ground, wenn Zermalmklaue jetzt dumm ist, dann treffen. So, das sollte es nicht überleben dürfen. Okay, tut es aber. Jetzt macht es schon wieder Wertewechsel. Simsala, was bringt dir das denn? Das bringt ihm doch nichts. So, nochmal. Wie gesagt, physischen Attacken ist Simsala nicht wirklich gewachsen. Und es ist down! Super, Simsala ausgenockt. Als nächstes kommt... Libeldra. Libeldra, wartet mal. Da ist es doch super, dass ich Lepomentos habe. So. Aufpassen, Lepomentos. So, Drachenklaue. Shit. Achtung, Achtung. Ah, okay. So, Eisstrahl. Das ist nämlich Drache Boden, ne? Und deswegen vierfach anfällig gegen Eisattacken. Also Eisattacken machen halt vierfachen Schaden. Flammenwurf? Ist es dumm? Hallo? Lepomentos ist ein Boden-Pokémon, falls du das nicht weißt. So, hier, Eisstrahl in your face! Hahaha. Super. Und... ja! Besiegt. Besiegt, besiegt, besiegt. Ne. So. Aha, Lepomentos trägt ein Item. Achso, Seegesang. Das wusste ich gar nicht mal, dass das ein Item hatte. Das habe ich gar nicht gesehen. Und was hat er jetzt noch? Ein Dodri. Was für ein Trottel. Das ist auch anfällig gegen Eis. Ja. Finte. Ui, das könnte ein bisschen wehtun. Lepomentos ist ja auch ein Psychotypi. Aber okay, ne, das hat eine so hohe Verteidigung. So, Eisstrahl. Auf alle drei Gesichter. Und überlebt es? Überlebt es nicht? Es überlebt nicht. Ich habe gewonnen. Erster Kampf geschafft. Super. So, ja, Seegesang ist doch egal. Wir haben schon gewonnen. Spiele besiegt Triathlet Üs. Oder wie man auch immer das ausspricht. Ich will ein Spiel spielen. Kauft eine Wii U. Oder irgendwas anderes. So, vielen Dank für deine Teilnahme. Deine Pokémon sind gleich wieder topfit. So, der zweite Kampf steht bevor. Bist du bereit? Bin ich bereit? Bin ich bereit? Ich würde sagen, ja, ich bin bereit. Ich habe mich über deinen nächsten Gegner erkundigt. Der Trainer ist ein Fachmann für Pokémon vom Typ Feuer. Sein favorisierter Kampfstil, hohes Risiko und starke Gegenattacken. Möchtest du für den Kampf ein Pokémon tauschen? Ja, das ist auch noch etwas Nettes bei der Kampffabrik. Man kann nach jeder gewonnenen Runde ein Pokémon von sich selber gegen eines des vorherigen Gegners austauschen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt machen soll. Ich glaube irgendwie nicht. Ich bin eigentlich damit zufrieden, also nein. So, bitte hier entlang. Ja, yeah! Okay, schon wieder ein Triathlet, aber ein anderer. Diesmal ist es Triathlet Jan. Der hat ein Magma. Magma. So, da ist natürlich Gewaltritz nicht die beste Wahl, im Gegenteil. Dafür, warte, aber Gewaltro kann Erdbeben. Naja, aber Lepomentos kann auch Erdbeben, oder? Wartet nochmal. Nee, Quatsch, das kann nicht Erdbeben. Das kann gar nicht Erdbeben. Logok? Logok kann Erdbeben. Feuer gegen Feuer ist, glaube ich, geschickter. Ich nehme lieber Logok, weil mein armes Gewaltro wird das sicher nicht überleben, wenn Magma jetzt mit irgendeiner Feuerattacke angreift. So, Logok. Aha, Mega-Kick und es geht daneben. Was für ein Trottel. So, also dann. Erdbeben! Aber ist das nicht geil? Ich krieg zwei vollentwickelte Höhenstarter zur Auswahl. Das hatte ich auch noch nicht. So, es hat knapp überlebt. Eisenschweif. Dumm? Sehr sogar. Nicht sehr effektiv. So, na gut, dann...
noch ein Erdbeben. Und das war's mal für Magma. Magma, Magma ist kaputt. So, next one please. It's a Flamada. Ja, weil der Feuer-Pokémon spezialisiert würde vielleicht nur Feuer-Pokémon dabei haben, der arme Tropf. Erdbeben. So, Flamara überlebt es nicht. Hahaha, sehr schön. So, und dann hat er jetzt sicher noch ein Feuer-Pokémon, aber... ein Vulnona. Okay, na, die Runde habe ich so gut wie gewonnen, Leute. Also, das ist in dem Fall ein bisschen Glück. Feuersturm, ist ein Idiot. Kann man ein Feuer gegen Feuer einsetzen? Du Spacken. So, Erdbeben. Weil wie gesagt, die Gegner sind immer verschieden und die Pokémon, die haben, sind genauso verschieden wie die, die man sich aussuchen kann. Also da ist wirklich ein bisschen Glück mit dem Spiel. Dabei läuft es nämlich sehr gut, das freut mich ja. Bin ja sonst immer so ein Pechvogel. Ich habe mit Turbo-Tempo verloren. Ja, dass du nicht mal eingesetzt hast, du Spacken. So, vielen Dank für deine Teilnahme. Die Pokémon sind gleich wieder topfit, werden natürlich nach jeder Runde wieder geheilt. Und der dritte Kampf steht bevor. Ich habe mich über deinen nächsten Gegner erkundigt. Der Trainer ist ein Fachmann für Pokémon vom Typ Boden. Sein favorisierter Kampfstil, hohes Risiko und starke Gegnerattacken. Pokémon tauschen? Nee, eigentlich bin ich immer noch zufrieden, also nö. Doch bitte hier entlang. Okay, also jemand mit Boden-Pokémon? Na, schauen wir mal. Meine Pokémon-Mimikry ist exzellent. Ach so, das ist schön für dich. Ist mir aber scheißegal. Oh. So, ein Psycho. Psycho Ansgar. Mit einem Donphan! Donphan Fandon! Ne? Okay, das wird natürlich problematisch für Donphan. Wegen meiner kräftigen Laubklinge! Voll auf den Rüssel! Yeah! So, komm schon, komm schon, komm schon! Fall um! Nein! Es hat überlebt! Es macht ein Erdbeben! Mistvieh! Oh, da konntest du nicht! Mein guten Bund. Hey, 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 hey! Was heißt hier nicht so effektiv, dann zieh dir so viel ab? Das verarsch mich doch nicht! Mann, die Laubklinge hätte es eigentlich sofort K.O. hauen müssen, aber leider nein! Musste ja ganz knapp überleben, dieses Blöd. Ja, jetzt auf einmal was ein Volltreffer! Typisch! Typisch! Hätte doch vorhin einer sein können. So, was kommt jetzt? Ein Tauros! Tauros, okay, das ist jetzt normal, das ist nicht Boden. Okay... machen wir einfach noch eine Laubklinge, das bringt wenigstens einen Step-Bonus. Oh, nee! Ach, nö! Eisstrahl, das ist gemein! Warum kann ein Tauros denn Eisstrahl? Fick dich! Tja, Gewaltro ist kaputt. Lepomentas oder Logok? Lepomentas oder Logok? Logok! Du schaffst es, Logok! Na, wir nicht! Dann gibt's es auf die Fresse! Was macht es denn? Was macht Tauros? Überreste. Tja, das hast du nötig. So, na warte. Erdbeben. So, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Was, Flammenwurf? Ist es dumm? Wie kann man denn eine... was ist das für ein Tauros, was Eisstrahl und Flammenwurf kann? Das, wie geht denn das? Das geht nicht! Das ist gecheatet! Nee, natürlich nicht, aber wusste ich gar nicht, dass das kann. Interessiert mich aber auch nicht. So, verpiss dich endlich mal. Drei Schwänze sind eindeutig einer zu viel. So, und was kommt jetzt noch? Ein Nidoqueen. Gut, da bin ich trotzdem im Vorteil. Wegen meinem Erdbeben. Weil Nidoqueen ist ja auch ein Gift-Pokémon. Deswegen tut das ganz schön weh, ne? Das hat schon wieder überlebt. Jetzt sogar die Dito mit Flammenwurf. Was ist denn hier los? Den allen so ein Flammenwerfer ins Maul eingebaut oder wie jetzt? So, komm, Erdbeben, jetzt verpiss dich mal hier mit deinen dicken Titten. So, und... gewonnen! Das kommt davon. Ich bin wütend wie ein Menki. Ja... kann man machen, ja, das kann man sein. So, vielen Dank für die Teilnahme. Pokémon sind gleich weiter topfit natürlich. So, der vierte Kampf steht bevor. Ich habe mich über deinen nächsten Gegner erkundigt. Der Trainer scheint keine Vorlieben für einen bestimmten Typ zu haben. Sein favorisierter Kampfstil frei und bedenkenlos. Hoffentlich nicht frei und hirnlos. Und ich will wieder kein Pokémon tauschen. Nein, ich muss ehrlich sagen, bin ich auch echt überrascht, dass ich mal keine Pokémon hier tauschen möchte. Also, ich bleibe wieder bei meinen drei Super-Pokémon.
Bei den anderen Kämpfen habe ich eigentlich oft getauscht, hier nicht. Kannst du wirklich ernsthaft sein? Naja, schon, aber nicht immer. Kommt auf die Situation an. So, eine Rüstung von Schwarzgurt Alain. Er ist ganz allein. Er hat einen Sarzenia. Was für ein Spacken. Gewaldro. So, wird natürlich ausgewechselt auf Logok. Eh klar, ich meine, hallo, wenn schon, denn schon. Vorteile muss man ausnutzen. So, Logok. So, was macht es? Verwurzel, okay, das würde ihm nicht viel nützen. Weil ich glaube, die Feuerattacke, die ich jetzt loslasse, würde sowieso zerbashen. Der Hitzekoller! Alter, flippt voll aus. Das ist extrem. Und kaputt. Ja, das war so klar. So, das ist halt der Nachteil. Spezialangriff von Logok sinkt stark. Das ist der große Nachteil, wenn man Hitzekoller einsetzt. Aber dafür haut es halt richtig rein. Jetzt ein Lamus. Ein Lamus. Da muss ich wieder umswitchen auf Gewaldro. Bin ja nicht doof. Wasser gegen Feuer wäre unfair. Lieber Pflanze gegen Wasser. Ich habe nämlich nicht vor zu verlieren. Ihr versteht. So, Psychokinese. Hallo. Laubklinge. So, komm. Das war fies. So, komm. Stirb. Oh nein! Ach nö, Anziehung. Warum wollen die immer alle, dass ich mit denen was anfange? Ich stehe nicht auf, was weiß ich, was du bist. Ja, ein Lamus halt, ne? Gewaltreizige Lamus fliegt. Aber wir können trotzdem angreifen. Tja, Pech gehabt. Die Chance ist nämlich nur 50%, dass der Gegner dann nicht angreifen kann. Also wenn er verknallt ist. So, Volltreffer. Das nenne ich Liebe. Ja, Liebe kann wehtun. Liebe kann wehtun. So, und das letzte Pokémon ist ein Ursaring. Okay. Was guckst du, ha? Was guckst du? Alter, mach Schlottklinge voll auf die Fresse. Jo. Oh, Donnerschlag? Wenigstens nicht Feuerschlag oder Eishieb, ha? Das hätte ein bisschen mehr wehtun können. Okay, nochmal. Laubklinge. Und Schlitz. Ha! Na bitte! Kaputt! Gewonnen! Gewonnen, gewonnen, gewonnen! Du bist ehrlich perfekt, ich weiß. Danke! Der fünfte Kampf steht bevor. Nur noch zwei Kämpfe übrig. Ach so, nee, Quatsch. Das heißt, die zwei Kämpfe. Drei Kämpfe eigentlich. Der fünfte, der sechste und der siebte. So, es sind ja sieben. Also, sorry. Ne? Also, ja. Machen wir weiter. So, ich habe mich über den nächsten Gegner erkundigt. Der Trainer ist ein Fachmann für Pokémon von Typ Wasser. Ah. Favorisierter Kampfstil ist wieder mal frei und hirnlos. Dann wird wieder nicht getauscht. Hier entlang. So. Ich finde, das Team von mir ist einfach so super ausgewogen. Deswegen möchte ich gar nicht tauschen. So, Scherzen ist nicht leicht für mich. Für mich aber schon. So, schon wieder ein Psycho. Ja, wie gesagt, es ist immer unterschiedlich, gegen welche Trainer man hier antreten muss. Psycho Anselm? Klingt wie Anselme, voll von Kingdom Hearts hier, hallo. Ein Etoron! Das nenne ich Pech für dich. Ich habe nämlich Gewaldro. So, Lobklinge in your face. Voll auf den Schnabel. So, komm, das darf es nicht überleben, das darf es nicht überleben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm. Nein, das gibt es nicht! Hydropumpe. Willst du mich gießen? Ja, scheinbar. Ja, wenigstens nicht Eisstrahl, das wäre gemein gewesen. So, was macht es jetzt schon wieder? Seegesang. Seegesang und Überrest ist so unnötig. Mach mal Eroas. Keine Laubklinge hier verschwenden. Und tschüss, du blöde Ente. So. Ein Land... Landtouren, das ist ja... was? Elektro? Aber sollte, glaube ich, trotzdem gegen Pflanzenattacken noch... Nee, Quatsch! Pflanze, glaube ich, nicht mehr wegen dem Elektro, aber es ist anfällig gegen Bodenattacken, dieser Spast! Haha, Erdbeben! Du Fisch! Es geht, glaube ich, du kannst mich hier... über den Tisch ziehen, aber nein! So, das hat ganz schön gesessen, ne? Ja, gieß mich, es ist ja so erfrischend, so eine schöne Hydropumpe abzukriegen, aus Pflanzenpumpen vor allem, das müsste so angenehm sein für Gewaltro eigentlich, obwohl es trotzdem KP verliert, ist es doch eigentlich so, als würde man eine Pflanze gießen. So, Land von auch kaputt und the last one ist Zwirklob? Das passt ja aber nicht ganz rein.
Laubklinge. So, selbst wenn Gewaltrodon besiegt werden sollte, ich habe immer noch zwei andere starke Pokémon. Angeberei und geht daneben. Peinlich. Aber bin ich eh froh, dass es daneben gegangen ist. Sonst hätte mein Gewaltrodon sich vielleicht wieder selber in die Fresse gehauen, weil es ja dann verwirrt gewesen wäre. So. Noch eine Laubklinge. Und wieder nicht überleben. Ach, jetzt trifft es natürlich. Angeberei. So, Vorteil, Angriff von Gewaltrodon steigt stark. Nachteil, Gewaltrodon wurde verwirrt. Das ist also eigentlich ist Angeberei ein zweischneidiges Schwert. Wenn der Gegner Glück hat, dann haut sich der das Gegenüber selber in die Fresse. Wenn er Pech hat, dann trifft der nächste die nächste Attacke eigentlich noch viel härter. So, Gewaltrodon ist verwirrt. Es hat sich Verwirrung selbst verletzt. Es ist ein Trottel. Und hat sich sogar noch K.O. gehauen. Ach Mensch. Na gut, egal. Logok, ich glaube, den Kampf habe ich trotzdem gleich gewonnen. So, ich bin mächtig sauer, weil du mein Gewaltrodon besiegt hast oder weil du dafür gesorgt hast, dass sich mein Gewaltrodon K.O. geschlagen hat. So, na warte. It's a Cola! Nein! Geht daneben! Warum? 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 Nein! Warum ist es daneben gegangen, du Idiot? Ah, Logok hat überlebt. So, komm nochmal. Bitte, du musst diesmal treffen, sonst ist das dein Untergang. Das ist nicht gut, bitte. Ja, jetzt! It's a color! Und kaputt! Puh, jetzt habe ich echt ein bisschen Angst gekriegt. Gut, gewonnen ist gewonnen. Azem wurde besiegt hier. Dein Steinhaupt wird wird scheinen. Was denn für ein Steinhaupt? Ist der doof? So. Der sechste Kampf steht bevor. Ich habe mich über deinen nächsten Gegner erkundigt. Der Trainer ist ein Fachmann für Pokémon vom Typ Feuer. Schon wieder? Okay, sein favorisierter Kampf sind hohes Risiko und starke Gegenattacken. Pokémon tauschen? Nö. Okay, schon wieder Feuer, das hatten wir doch schon mal. Naja gut, für mich läuft es dabei wirklich gut. So, ja, ich bin bald ein Vater. Na, herzlichen Glückwunsch. Es ist mir aber trotzdem relativ egal. Aber was die immer für Sachen labern, aber da ergibt es wenigstens ein bisschen Sinn. So, wieder ein Triathlet Wolfram. Mit einem Flamara. Obwohl, Gewaltrodon, ich riskier's mal. Erdbeben. Überraschung! Das ist die Überraschung für Feuer-Pokémon. Ich muss dich aussagen. Was für ein Trottel. Ich habe ein Pflanzen-Pokémon, ein Feuer-Pokémon besiegt. Und noch ein Bulona. Ist das nicht zu fassen? Das ist so ein Spacken. Geh doch einfach kacken. Du wirst mich nicht besiegen. Nicht mit so einem unausgewogenen Team. So, na, was machst du jetzt? Konfu-Strahl? Okay, ich hätte eher geglaubt, das macht jetzt gleich fetten Flammenwurf oder Feuersturm oder irgendwie so, macht meinen Gewaltrodon kaputt, aber leider nicht. So. Und haust du dir wieder selber aufs Maul? Nein, diesmal nicht. Glück gehabt. So, Erdbeben. Bulona ist auch down. Sehr schön. Also, für mich läuft es ja richtig gut. Ich bin so glücklich gerade. Ich hoffe, ich gewinne dann auch gegen die Kampfkoryphäe, weil sonst bin ich sauer. So, und jetzt noch ein Leckmichball. Das ist aber kein Feuer-Pokémon. Trotzdem, es ist auch empfindlich gegen Bodenattacken. Erdbeben, jawohl! Komm schon, das muss besiegt werden, bitte! Grinst nicht so doof, hast du verloren. Ja! Okay, das war jetzt echt easy, muss ich zugeben. Bin ich echt überrascht, aber gewonnen ist gewonnen. Hey, Vater sein wird einfach irre sein. Ja, das kannst du laut sagen. So, ich bin zwar selber noch keiner, aber trotzdem. So, vielen Dank für die Teilnahme. So, Entschuldigung. Hallo, Entschuldigung, würdest du einen Moment warten? Oh oh, was? Hui, ja, verstanden, Sir, sofort. Oh je, tut mir leid, dass du warten musstest. Ich habe eine Nachricht vom Fabrikleiter. Er sagt, wir werden es in Angriff nehmen. Komm bitte her. Der Fabrikleiter erwartet dich. Bist du bereit? Ja, weil ich ja jetzt schon zweimal bereits in der Kampffabrik gewonnen habe und jetzt beim dritten Mal eben ist mein siebter und letzter Gegner der Fabrikleiter. Also eben die Kampfkoryphäe der Kampffabrik und ich würde sagen, ich bin bereit. Es tut mir leid, aber ich kann dir über den Fabrikleiter nichts sagen. Bei Pokémon tauschen, nope. Und
Übrigens, der Fabrikgärtner ist auch die einzige Kampfkoryphäe, die ja sich auch hier an die Regeln halten muss. Das heißt, das ist das einzige Mitglied der Kampfkoryphäen, was jedes Mal andere Pokémon hat, weil es ja auch Leih-Pokémon sind. Das heißt, bei dem kann man nie wissen, mit welchem Pokémon der andere. Der kann jetzt ein Team haben, was meinem total überlegen oder unterlegen ist oder ausgeglichen. Das weiß man nicht. Also das ist jetzt echt ein spannender Kampf. Und ich tausche natürlich nicht aus. So, bitte hier entlang. So, macht euch bereit. Da ist er. Hey, hey, beeil ich mal ein bisschen. Hey, mein Name ist Kevin. Ich bin hier für alles verantwortlich. Daher bin ich der Fabrikleiter. Ich habe mir deine Wechselkampfdaten angeschaut. Du scheinst schon auf den richtigen Fährte zu sein, stehst dir aber selbst im Weg, also hör zu. Wissen bekommt man nicht nur durchs Lesen oder Arbeiten. So etwas muss nicht immer hilfreich sein. Du musst auch mit deinem Herzen Erfahrung sammeln, verstehst du? Ich werde gegen dich antreten, unter den gleichen Bedingungen, wie sie für dich gelten. Ich besorge mir Leih-Pokémon. Schüttle das ab, was du nur gelesen hast, und sei bereit! So, jetzt geht's los. Eine Herausforderung von Fabrikleiter Kevin. So, was hat er für ein Pokémon? Ein Welser! Ha! Ein Welser! Was für ein Idiot! Ich meine, was für ein Pechvogel! Gewaldro ist dem Haushoch überlegen! Laubklinge! Ist jetzt viermal so stark, weil Wasser ist schwach gegen Pflanze, Boden ist schwach gegen Pflanze, das heißt, Welser dürfte das nicht überstehen. Leute, ein Volltreffer! Ist das geil? Sein erster Pokémon ist schon mal platt. So, was kommt nun? Was hat er jetzt? Ein Armaldo. Okay, Armaldo, das ist doch Käfergestein, oder? Irgendwie so, dann müsste ein Erdbeben ganz gut passen. So, vielleicht besiege ich den noch ganz einfach. Ich weiß es nicht. Oh. Schwertanz. Heilige Scheiße. Schwertanz ist ganz gefährlich. Was bringt das was? Ne, das bringt nicht wirklich was. Ich mach nochmal eine Laubklinge, ist vielleicht gescheiter. So. Durchbruch! Kampfattacke. Gewaldro! Fiesmann! Na warte, Logok! Streng dich an, Logok! So, na warte. Hitzekoller! Und? Armaldo ist down, Leute! Jetzt hat er nur noch ein Pokémon! So, jetzt bin ich gespannt. Was ist es? Was ist es? Es ist... Es ist... Ampharos! Ampharos! Leute, ich glaube, den Kampf habe ich schon so gut wie gewonnen. Erdbeben! Ich habe ja richtig Glück heute! Jetzt bin ich einmal richtig happy. Ampharos hat ganz knapp überlebt, nur ganz knapp. Macht einen fetten Donnerblitz. So, Logok wird das hoffentlich überleben, wird hoffentlich nicht paralysiert. Ganz knapp überlebt und... Logok, was machst du? Oh, Salkabär-Initiative von Logok steigt, na super. Leute, mit diesem Erdbeben sei sein Ampharos besiegt und er auch! Ja! Super! Ich hab gewonnen! Spieler besiegt Fabrikleiter Kevin! Gut gemacht, du weißt genau, was du willst. Clever gemacht, gib mir deinen Kampfzonenpass. Das Kenntnissymbol wurde dem Kampfzonenpass hinzugefügt. Hey, deine Flamme ist wirklich hell. Nächstes Mal halte ich mich nicht zurück, hast du verstanden? Mach weiter so und lerne, indem du Erfahrungen sammelst. Glückwunsch, du hast den Fabrikleiter besiegt und 6 Kämpfe in Folge gewonnen. In Anerkennung deines reichen Wissens und deiner Intelligenz geben wir dir diese Gewinnpunkte. Alex hält 14 Gewinnpunkte! Richtig geil. Danke. So, ich gebe dir nun deine Pokémon zurück. Ich werde deinen Erfolg speichern. Bitte warte einen Moment. So, letzten Kampffabrikkampf im Kampfzumpass eintragen lassen? Ja, meinetwegen. Aber ist eigentlich egal. Wir freuen uns auf deine nächste Herausforderung. So, Leute, ich bin ja richtig froh darüber, dass ich das geschafft habe. Jetzt dürft ihr es euch hier angucken. Hier habe ich das silberne Kenntnissymbol der Kampffabrik. Wie gesagt, man kann ja zweimal gegen die Kampfkoryphäen antreten. Fürs zweite Mal müsste ich hier halt noch öfters gewinnen. Dann könnte ich ein zweites Mal gegen Kevin kämpfen, der dann wieder andere Pokémon hat. Und dann würde ich natürlich ein goldenes Symbol bekommen, aber das ist mir ehrlich gesagt zu viel. Und deswegen reicht es mir eigentlich, wenn ich die silbernen Symbole habe. Das ist mir eigentlich Grund genug. Und ja,
durch das Fangen der anderen Pokémon, also hier Mogelbaum, Farbigling, ist der Part jetzt doch schon sehr lang geworden. Also tut's mir leid, dass ich doch schon Schluss machen werde in diesem Part, aber dafür werde ich im nächsten Part mindestens gegen zwei Kampfkoryphäen antreten, wenn nicht sogar vielleicht gegen drei, aber das weiß ich nicht so genau. Ich bin am Überlegen, wen ich als nächstes herausfordern soll. Vielleicht nehme ich die, die Kampf-Repeaties, die ist sehr interessant. Was aber auch mit viel Glück zu tun hat. Aber okay, Freunde, die erste Kampfkoryphäe ist geschlagen. Macht mich sehr stolz und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder hier. Also, freut euch auf den nächsten Part. Macht's gut, Freunde. Tschüss.